Hey Lieben, meine Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung hier in X-Defiant. Und heute wollte ich einfach mal ein bisschen snipen, denn ich hab schon ein bisschen angefangen zu snipen und ich muss sagen, hier das Snipen gefällt mir so viel besser als in anderen Call of Duties. Das liegt safe daran, dass ich halt mehr Skilled Player bekomme, ins SPMM halt, als wenn ich halt hier jetzt spiele. Und ja, bei mir ist halt das Problem, ich kann viel besser mit SMG umgehen als mit einer Sniper. Und das heißt halt dann auch, dass ich halt dann die SMG-Lobbys bekomme, obwohl ich halt snipe. Und dann werde ich halt komplett rasiert und dann macht Snipen halt keinen Spaß so. Weil hier hat man dann immer den, ja, so einen guten Mix an Leuten. Manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen leichter. Häufiger wirklich ein bisschen schwieriger, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen mehr gespielt. Und ja, ich muss hier sagen, hier ist es viel entspannter jetzt mit den Snipern rumzuspielen. Weil man kriegt halt Average Skill Player und nicht die SMG-Lobbys, die ich sonst bekomme. Okay, hätte ich denn jetzt nicht gehittet, dann hätte ich das Game direkt ausgemacht auf jeden Fall. Und ja, also da kann man natürlich jetzt generell wieder die Debatte aufmachen mit SPMM, dass man es nicht reinbringen darf. Aber ja. Aber ich denke mal, Call of Duty wird nie von SPMM jetzt zurücktreten. Aber ich habe gehört, dass das SPMM, aka IOMM, glaube ich, heißt ja, jetzt ja, zurückgeschraubt wird in Black Ops 6. Finde ich auch ganz komisch, dass es jetzt Black Ops 6 heißt. Viele vermuten jetzt, dass es halt damit zu tun hat, dass X-Defiant so erfolgreich ist und wird angesehen wie ein Spin-Off, so heißt das, bro. Und deswegen hat sich das wohl nicht so gut verkauft und dann wird sich Black Ops 6 wohl jetzt viel besser verkaufen. Hoffentlich zumindest. Also zumindest so gut, dass sich dann das alles mehr lohnt und vor allem jetzt, weil X-Defiant halt viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich muss wirklich sagen, ich bin nicht der Beste auf jeden Fall im Snipen. Aber ich finde, wie halt gesagt, dadurch, dass es hier kein SPMM gibt, gibt man halt jetzt nur Profispieler. Und deswegen macht es halt viel mehr Spaß, hier zu spielen auf jeden Fall. Oh fuck. Nein! Ich hätte so viel mehr da rausholen können, aber ich bin einfach schlecht. Okay, warum hat das nicht geltet? Egal. Ist halt auch irgendwas, was halt viel besser hier ist. Hier, ich snipe, ich versuche mich an neuen Sachen und ich werde nicht bestraft, weil ich werde trotzdem hier positiv jetzt gehen. Aber würde ich jetzt versuchen, in den Lobbys, wie halt schon gesagt, auch da anfangen zu snipen, dann würde ich auf jeden Fall negativ gehen und komplett an sich den Spaß daran zu verlieren. Was halt dann da auch dann dazu geführt hat, dass ich ja am Ende keine wirklichen Sniper-Montages mehr gemacht habe, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte, wieder den Stress da anzutun. Okay, hier ist natürlich immer ein bisschen erst dann die 70er zu treffen und nicht die 120er. Aber dann haben wir, das ist halt Gameplay-Feature. Nichts, was ja wirklich ist halt ein Skill-Issue, kein Gameplay-Feature. Sorry, das laber ich da. An sich bin ich halt auch ein pretty average Player, aber ich finde irgendwie so, dass die meisten Leute, die halt von diesem Nicht-Dasein von SPMM profitieren, sind halt so die ja normalen Spieler. So da hat man hier viel mehr Abwechslung. So, es gibt hier auch richtig schreckliche Runden, die hatte ich auch schon mal gehabt. Aber trotzdem, da ist das dann so. Da habe ich jetzt so gedacht, so, boah, jetzt habe ich Lust, mich anzustrengen. Macht man dann da nichts. Aber da hat es dann wieder Spaß gemacht. Aber ich möchte nicht dauernd diesen Druck haben. Wenn, dann gehe ich ins CSGO rein. Aber doch nicht dann in einen Casual-Shooter wie ein Call of Duty oder so. Boah. Wie war das, kein Headshot? Oder war es ein Headshot? Nee, ne, safe nicht. Das kann nicht sein, ich habe jeden einem Hitmarker gegeben, ey. Also, guck mal.
Es war keine gute Runde von mir, aber ich bin trotzdem halt noch ganz knapp positiv gegangen. Aber ja, ich hatte wirklich Spaß halt jetzt, ne? Spiel nochmal mit einer AK, weil viele meinten, also habe ich zumindest gelesen, dass es viel einfacher ist zu snipen, als ja, mit einer Automatic Weapon rumzulaufen. Ich kann es irgendwo verstehen, weil ich bisher bei einer Vollautomatwaffe immer dazu gebunden halt alles zu treffen und bei den, ja, bei Sniper musst du nur so einmal kurz wirklich treffen, aber dann musst halt immer eine Sekunde oder so warten, bis du dann den nächsten Schuss absetzen kannst, was halt dann der eine Konterpunkt hat ist. Bro. Ja, das war so challenging, ne, Schützer. Hörchen. Und von hinten, Mann. Auch schön, kann man mal draufhalten. Löchen. Boah. Weiß ja nicht, ich muss ja im Vertrag gucken. Ja. Sind alle so ein bisschen hinterher. Kann ich gleich machen, ja? Oh, da kann noch einer, oder nicht? Da ist einer. Nehmen wir den einfach mal. Oh, fuck, was hab ich Nager gemacht, ey. So, erstmal gucken, ob wir hier bei der Müllmilch was bekommen. Die schönen 50.000 Euro, ne? Sehr wichtig. Wieder nur Scan. Der 800er Ping war das vielleicht doch nicht. So klar. Also die waren aber klar, um ehrlich zu sein. Okay, ich wollte gerade sagen, der war auch drauf. Okay, mit schlechter Mitte ist das natürlich mal... immer noch ein Stück schwieriger, hier richtige Shots zu hitten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schlechteste Internet habe, aber schon guter Anwärter ist es auf jeden Fall.